Was geht ab, Freunde? Wir reagieren heute auf den neuen Song von Kapi und zwar featuring Bossa, Freunde. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Heißt dieser Song. Absolut langer Titel, ungewohnt langer Titel. Ja, produziert ist das Ganze hier von Bizarre, Choker F und BKs. BKs sagt mir jetzt so direkt, glaube ich, nichts. Die anderen beiden kennen wir natürlich im Duo. Ja, ich bin gespannt. Vom Thumbnail her sah das irgendwie so aus wie das Thumbnail damals bei Baby. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so in die Richtung geht oder nicht. Würde mich wundern, von Bossa habe ich mir nämlich vorhin den ersten Song angehört, der hat, soweit ich weiß, oder wie mir das erzählt wurde, auch nur einen und der war aber sehr stabil, also der hat mir echt gut gefallen, deswegen würde ich sagen, Freunde, wir starten rein, aber vorher noch, wir sind auf dem Weg zu 6000 Abos, ich sag's jetzt so lange, bis wir die endlich erreicht haben, Freunde, 140 Abos, die knacken wir, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, let's go. Okay, Video Heiko Hammer wieder, wie gerade schon bei Samra und bei jedem Musikvideo von den beiden. Wenn es hier auf Eis die Latina liegt mir leid. Trinke nur noch Sky, weil Tequila nicht mehr knallt. Dieser Schein könnte Lila noch nicht sein. Okay, Kapi auf Autotune, der Sommerhit Kapi Bre hier am Start, muss man sagen. Also, ich bin da jetzt kein Hater oder so davon. Ich persönlich feiere die harten Sachen von ihm. Am meisten auf eine Homo-Basis, ja, die harten Songs, die Street-Songs, so, das ist einfach das, womit es angefangen hat, so, und ja, wofür ich ihn, sag ich mal, damals gefeiert habe. Und deswegen finde ich es immer cool, wenn sowas kommt. Trotzdem war ich auch noch nie jemand, der gesagt hatte, irgendwie, ey, das gebe ich mir nicht oder so. Damals so 5 Songs in einer Nacht, One Night Stand und so, waren auch geil. Boah, aber Beat ist schon geil. Also die Drums jetzt, wo die eingesetzt haben, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Schränke die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das Flex nicht geschreckt, das kann reiner nicht mehr sein. Wir achten auf Details, aber nicht auf den Preis. Boah, ich schwör, Digga, die passen mega gut zusammen von der Stimme her. Am Anfang dachte ich so, okay, hat man so einen krassen Unterschied, finde ich, auch irgendwie im Mix gehört. Aber danach, jetzt gerade hier diese Stelle. Details, aber nicht auf den Preis. Finde ich, passt mega gut. So dieses Autotune-mäßige, da passt die schon gut zusammen. Vergiss die alte Zeit, das wird nie wieder so sein. Langsam wird es Zeit für meine allererste Eins. Er braucht dann kein Problem, wenn nur 20 Dinger gehen. So oft auf der Eins, ich hab auch gehört. Ich schwör, was hat der für eine Brille auf? Absolut ungewohnt, Kapi mit so einer Brille hier. Großer Bruder, eine Sache solltest du verstehen. Ein Haufen voller Geld bringt ein Haufen von Problem. Und wenn ich nichts zu natzen hab, therapier ich meine Dealer. Aber da muss ich sagen, klingt der Mix jetzt echt doch ganz gut. Also am Anfang, wie gesagt, dachte ich erst, okay, Mix klingt ein bisschen komisch. Und es liegt nicht an den Kopfhörern. Ich zeig's euch sogar hier, bevor die Leute immer denken, ich habe nur die Kopfhörer, ich habe auch die hier. Das sind die, die wahrscheinlich in dem Studio, wo das recorded wurde, gefühlt 1000 Mal zu finden sind, wie in jedem Studio. Und ich habe auch sehr gute Studioboxen und trotzdem habe ich immer die hier auf, weil man sonst gefühlt, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, mit der Cap und solchen fetten Kopfhörern gefühlt mein Gesicht nicht mehr sieht. Und da hatte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Deswegen nehme ich immer die Kopfhörer. Nicht wundern. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Mit Ragucci und nicht viel an. Ich leg die Benzer tiefer. Verrückter Ukrainer, aber sie singen meine Lieder. Er ist hier auf euch, die Lieder liegt mir leid. Wir können los, hey, weil die Kieler nicht wegnäht. Das sind halt auch geile Wörter irgendwie, die passen gut zusammen. Hennessy auf Eis, also gut, das hat man wahrscheinlich schon gefühlt 1000 Mal gehört irgendwo, aber trotzdem, ich finde, der Song ist cool, so für den Sommer und so kann man sich den gut geben. Geiler Beat, das muss man sagen. Video auch sehr, sehr gut, ja. Aber, wie gesagt, ich persönlich feiere so die Street-Tracks einfach trotzdem immer noch am meisten. Das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die werden die wahrscheinlich gar nicht mögen und die sagen, nee, ich mag nur sowas in die Richtung hier. Kommt auch immer drauf an. So, wenn man jetzt entspannt irgendwo im Sommer außen chillt, dann ist natürlich so ein Song irgendwo besser geeignet. Das ist schon klar so. Das ist ein Sommersong, ja, wie man auch im Video erkennt, am Beat merkt. Deswegen passt das da schon auch irgendwo besser und ist auch nicht verwunderlich, dass sowas rauskommt. Also eigentlich war das schon klar, dass irgendwie was in die Richtung wieder kommen muss. Ja, deswegen kann man sich trotzdem gut anhören. Was soll ich sagen, Digga? Der ist auf gar keinen Fall schlecht, der Song. Digga, das ist auch der neue Flex. Einfach so eine Dings hier. So eine Taucherbrille. Digga, das ist auch nice im Video. So dieser Location-Wechsel in das Studio hier mit dieser, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt, dem Riesen-Lolli. Ach, der. Ja,
ist cool, dass das auch noch irgendwie mit drinnen ist. Ich fand aber trotzdem an sich so, das Außen hat schon auch sehr gut gepasst. Trotzdem, das sieht irgendwie auch ganz cool aus. Ja, so ein Bart, Bartmäßig irgendwie, in dieses Bällebart und so. Ja. Sollt mich an, aber es wird nie wie früher sein. Denn sie fragen mich nach Selfie, nicht nach Führerschein. Und der Gucci-Store denkt, das wäre ein Überfall. Denn alles, was ich kaufe, passt in keine Tüten rein. Und ich wusste, jeder Anfang ist schwer. Heute krieg ich keine Absagen mehr. Vorschuss kommt, macht die Bankkarte leer. Meine Alte steht für mich, du noch nackt hinterm Meer. Wir tragen Gucci und nicht Fila. Nice, also wie gesagt, ich finde, die beiden haben gut zusammengepasst. Auch cool, dass sie sich nochmal so ein bisschen abgewechselt haben jetzt hier. Das muss ich sagen, finde ich, sieht nicht so geil aus. Das sieht irgendwie aus wie so Rettungsdecken auf die goldene Seite gedreht. Sind das wahrscheinlich sogar, denke ich jetzt sogar mal. Ja, keine Ahnung, das finde ich, sieht jetzt nicht so geil aus. Aber trotzdem, scheißegal. Verrückter Ukrainer, aber sie singen meine Lieder. Wenn ich nicht zu Nutzen hab, therapiere ich meinen Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Übrigens, Freunde, Link zu der neuen Box, wo wahrscheinlich am Ende auch Werbung kommen wird, genau, CB7, Freunde, und verlinkt, wenn es über den Link euch holt, würdet ihr mich supporten. Keine Ahnung, das bringt mir jetzt nicht so viel, aber trotzdem, ich freue mich natürlich drüber, wenn das irgendjemand macht. So, wenn ihr es euch eh holt, das ist ein Klick, genauso wie jetzt ein Like, ja, und ein Abo. Gut, dann sind wir schon bei 2 Klicks, aber trotzdem, 2 Klicks, 2 Sekunden für euch, aber sehr, sehr großer Schritt für mich. Deswegen gerne machen. Wir können los, keiner, die Kieler nicht mehr knallt. Dieser Schein könnte die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Herr Lüssi, auf euch, die Lieder, leg mir leid. Wir können los, keiner, die Kieler nicht mehr knallt. Ja, aber soll man sagen, Digga, er kann diese Sommerhooks einfach. Er kann das einfach und egal bei welchem Song das war, wie gesagt, 5 Songs in einer Nacht, One Night Stand, Prinzessa, alles, was in diese Richtung ging, er hat es immer wieder gut hinbekommen. Es ist ein nicer Song, ja, kann man sich geben, werde ich bestimmt noch öfters anhören. Dieser Schrein kann die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mehr wie. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, je öfter man das hört, vor allem auch mit der Hook, desto mehr fühlt man das einfach. Ja, also beim ersten Mal hören, würde ich sagen, habe ich die Hook noch nicht so krass gefühlt, wie jetzt hier am Ende. Und wenn man das jetzt noch 2-3 Mal hört, dann kommen wir wahrscheinlich wieder nicht weg von dem Song. Die Häuser, ich frag nicht mal nach dem Preis. Geiler Blick von ihm am Ende. Ja, Werbung, Freunde, wie gesagt, Album könnt ihr euch gerne holen, abchecken hier. Ich wechsle mal, damit ich nicht so rot beleuchtet bin im Gesicht, wobei jetzt bin ich immer noch leicht rot beleuchtet. Egal, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, schreibt irgendwas in die Kommentare. Hauptsache, ja, irgendwas, Freunde. Wie auch immer, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei der nächsten Reaction. Ich glaube, es geht weiter mit Contra K und Samra ist schon online gekommen.